Ich grüße euch, ihr Lieben. Hier bin ich wieder mit einem neuen Orakel für euch. Und ich habe euch ja im letzten Video bei dem fürs Kollektiv versprochen, es gibt noch ein Seelenschmeichler-Orakel. Und ja, das habe ich ja irgendwie plötzlich im Kopf gehabt, eben ich soll das für euch auch noch machen, und zwar eben für die aktuelle Situation. Was könnt ihr für euch tun, wenn es euch jetzt schlecht geht, wenn ja euch alles zu viel wird, was auch vollkommen normal ist, so bis jetzt, was jetzt draußen los ist, ja, das überanstrengt uns alle. Und die geistige Welt hat mir eben übermittelt, dass ich euch das mitteilen soll, beziehungsweise Karten ziehen soll, was tut euch aktuell in der Situation jetzt gut, ne? In unseren allgemeinen Situationen, in dem Allgemeinen, wo wir jetzt alle drin stecken. Und ich habe ein paar Orakelkarten ausgesucht, ausgewählt, und ich habe auch Lenormand-Karten jeweils drei dazu genommen. Und ihr könnt euch auswählen, der blaue Stein, der rote oder der grüne, oder sagt links, Mitte, rechts, was euch anspricht. Und das ist diesmal wirklich nur für euch, ja? Also es soll wirklich nur für euch sein, was tut euch gut, auf was sollt ihr jetzt achten, wenn ihr auch in so einer Situation seid, wo ihr wirklich denkt, es geht einfach nimmer weiter, das ist eh alles so anstrengend, man hat seine eigenen Themen und dann eben noch dieses kollektive Thema. Ihr dürft es nicht vergessen, wir sind alles Lichtarbeiter, wir sind hier, um das Licht zu halten. Aber es soll uns ja auch gut gehen, ja, und verbindet euch auch wirklich immer wieder bewusst mit der geistigen Welt, mit oben, ja, sozusagen. Oder wenn ihr eben jemanden Speziellen habt, einen Engel, einen Geistführer, wer auch immer euch halt liegt, ja, oder sympathisch ist, vergesst das bitte wirklich nicht, ja. Mein Freund ist immer auch Jesus, ja, also ich habe diese Energie, ja, von Jesus, die Christus-Energie, immer wieder bei mir. Ich mache es nie groß zum Thema, aber ich habe es bei mir, und ich habe mir jetzt auch endlich mal die Karten von die Loving Words of Jesus von Madonna Vigio, wo ich so lange gewartet habe, dass die auf Deutsch gibt. Aber sie gibt es nicht, und also sie werden nicht mehr übersetzt, wahrscheinlich, weil die Madonna Vigio ja mit alles aufgehört hat. Sie macht ja nichts Spirituelles mehr, sie ist ja zum Christentum abgewandert und es wird dann auch keine Karten mehr von ihr geben. Aber ich, ja, diese Karten wollte ich unbedingt noch haben, weil, wie gesagt, für mich ist so die Jesus-Energie, die Christus-Energie auch immer so eine Energie, die mich sehr aufbaut. Und deswegen habe ich auch die Karten dazu genommen von Jesus, ja, die Loving Words of Jesus. Wenn ihr irgendwie ein Problem damit habt, aus Glaubensgründen oder wie auch immer, ja, also dann bitte hört es einfach weg, ja. Es kann nicht sein, dass der eine oder andere dabei ist, der sagt, ne, damit kann ich gar nichts anfangen, ja. Also ich bin auch nicht mehr kirchengläubig, also ich glaube nicht an den Jesus, den die christliche Kirche quasi da darstellt, ne, aber er ist halt so für mich, ja, eine sehr starke Energie, wo es wirklich so um die bedingungslose Liebe geht. Und ich glaube, ja, also dass er mal gelebt hat schon, aber ich glaube vieles nicht, was so geschrieben wird, ja, über ihn, und was so die, vor allem, ja, die Christen, ich will jetzt niemanden beleidigen, ja, wenn sie christlich seid, seid mir nicht böse, ja, das muss ich dazu sagen, aber eben diese Energie, die von ihm, die mit ihm in Zusammenhang steht, die ist für mich dieser springende Punkt. Und wie gesagt, solltet ihr aber ein Problem damit haben, eben weil ihr eine andere Religion habt oder wie auch immer, ja, dann lasst das einfach aus, aber ich wollte es mit reinnehmen und ja, oder versucht es trotzdem für euch aufzunehmen, das würde mich sehr freuen. Okay, dann fangen wir an. Also ich werde hintereinander die, ja, Stapeln auslegen, und ja, wenn ihr Zeit braucht, haltet das Video an, fragt, welcher ist euer Stapel, welche Informationen sollt ihr jetzt bekommen, damit es euch ja, gut geht, damit eure Seele getröstet ist, damit eure Seele gestreichelt wird, ja, damit es euch wieder ein bisschen besser geht. Oder besser geht. Okay, dann fangen wir mal an. Ich lege mal die Lenormand-Karten aus. So, da haben wir das Herz, die Blumen und der Baum. Oh, okay. Ja, bei dir geht es wirklich um das Herz, ja, um dein liebendes Herz, um deine Liebe, ne? Zu allem, was ist. Und ich würde schon sagen, wir haben hier zwei Naturkarten,
Also, dass du sehr naturverbunden bist. Also, wenn es dir jetzt schlecht geht, bitte schau, dass du ja in die Natur rausgehst, soweit du halt je nach deinem Land auch darfst. Das ist ja auch alles heutzutage nicht mehr so einfach. Wir in Österreich haben ja gerade wieder einen Lockdown und man darf eigentlich zur Erholung aber rausgehen. Deswegen ja, muss ich das dazu sagen. Also wenn du rausgehen darfst, dann geh bitte raus, geh in die Natur und du auch wirklich, wo du weißt, da hängt dein Herz dran. Ja? Versuch wirklich das Schöne. Ne? Die Blumen stehen ja auch für das Schöne, für den Genuss, für das Geschenk. Mach dir vielleicht selber ein Geschenk, vielleicht gibt es irgendwas, was du schon lange machen wolltest, vielleicht auch kaufen wolltest, ja, je nachdem. Versuch da wirklich, ja, dir was Gutes zu gönnen. Okay, dann schauen wir mal. Dann habe ich die Karten von der Laura Marlina Seiler. Das sind die, mögest du glücklich sein. Wenn du am Morgen aufstehst, sage Danke für das Morgenlicht, für dein Leben und die Kraft, die du besitzt. Sage Danke für deine Nahrung und die Freude am Leben zu sein. Wenn du keinen Grund siehst, Danke zu sagen, liegt der Fehler bei dir. Das ist ein altes indianisches Sprichwort, ja. Ja, das ist natürlich wirklich wahr. Also das darf man nie vergessen bei allem Kummer und Leid und auch gerade jetzt, so wie es jetzt ist, wo man vielleicht sagt, na super, für was soll ich noch dankbar sein? Aber man findet immer etwas, ja. Und wenn dein Kühlschrank voll ist und du hast eine schöne, eine warme Heizung, ein warmes Zuhause, auch das, ja, ist natürlich wichtig. Gesunde Kinder vielleicht, ja, also wie auch immer, einen guten Ehemann. Es ist immer irgendwo was, wo man dankbar sein kann. Und das ist ganz wichtig. Also du sollst wirklich deine Dankbarkeitsenergie steigern, damit du dich auch wieder wohler fühlst. Vielleicht warst du wirklich so in letzter Zeit irgendwie so, weißt du, dass du viel gejammert hast oder viel auch andere Menschen sozusagen, es klingt, es ist jetzt nicht böse gemeint, ja, aber halt immer wieder über das redest und immer wieder sagst, wie furchtbar das alles ist und wo soll das hinführen und so weiter, ne? Und dass du, wie gesagt, wirklich mal versuchst, dankbar zu sein. Wahrscheinlich bist du gesund, wahrscheinlich, ja, hat diese ganze Krise dich noch gar nicht betroffen, hoffentlich natürlich. Und selbst wenn, wahrscheinlich geht's dir wieder gut, wenn du jetzt da sitzt und zuhörst, ne? Also ich möchte dir wirklich die Energie der Dankbarkeit auch übermitteln und damit du das wieder spürst, damit du wieder spüren kannst, ja genau, ich habe was, wofür ich dankbar sein kann. Ne? Das ist ganz wichtig. Dann schauen wir mal, ich habe die Erdenengelkarten auch gewählt, weil wir ja alles Erdenengel sind. Und da haben wir, ich zeig's dir mal, ja, mit dem Licht ist das immer so. Und da haben wir auch die Dankbarkeit, okay? Das ist ja interessant. Erdenengel fühlen Dankbarkeit. Dankbarkeit ist der Schlüssel zu etwas viel Größerem. Und es erfüllt mich mit tiefer Wertschätzung, sie täglich zu empfinden. Wow, ja. Also da hat die geistige Welt wirklich jetzt ein mächtiges Wort an dich gerichtet, dass es bei dir wirklich so, wie es aussieht, wirklich, wirklich wichtig ist, wieder in die Dankbarkeitsenergie zu gehen. Für vielleicht ein Dankbarkeitstagebuch, da gibt es ganz tolle Anleitungen im Internet. Ja, wie gesagt, eben gerade in so einer Zeit, wo alles so schwer ist, ne? Ich denke mir oft so, wie war denn das früher in den Weltkriegen, ne? Wenn die Leute, wie lange hat das gedauert? 7 Jahre, 6 Jahre, ne? Der Zweite Weltkrieg und du stehst jeden Tag auf und bist vielleicht draußen zerbombt oder musst im Keller, irgendwo im Luftschutzkeller übernachten und du weißt nie, was ist. Das ist ja noch viel, viel schlimmer, ja. Da haben es wir eh gut, wir haben trotzdem alles, auch wenn es jetzt schwer ist und wenn wir nicht wissen, wie unsere Zukunft ausschaut, weil es momentan halt wirklich, ja, die Regierungen machen, was sie wollen. Also in Österreich zum Beispiel gibt es schon 7 Verfassungsgerichtsurteile, dass die ganzen Lockdown-Maßnahmen schon vom März verfassungswidrig sind. Und da kann man natürlich schon verzweifeln, ja, und sagen, auch in Deutschland habe ich die Sachen schon gehört, ne. Man weiß es nicht, was haben die mit uns vor, ne. Aber sei dankbar trotzdem für dein Leben, ja, und für das, was du hast, was schön ist in deinem Leben. So, dann haben wir eine Affirmation. Ich fördere meine menschliche Größe, ich kenne meinen Wert. Ja, das ist natürlich auch so eine Dankbarkeitssache, ne. Sei dankbar für das, was du bist, wer du bist, ja. Du kannst eben, du hast die Möglichkeit auszuwählen, was tust du, was dir gut tut. Wir haben nicht überall die Möglichkeit. Aber du hast trotzdem die Möglichkeit, dir was Gutes zu tun und dann
wirklich auch so eben deine menschliche Größe, das ist ganz wichtig. Wir sind da oft so untergebuttert von, wie wir Kinder waren, wo es immer geheißen hat, ein Lob stinkt und du sollst dich doch nicht selber loben. Ne? Deswegen eben, vielleicht kannst du dich auch selber loben, indem du dir wirklich was Gutes tust. Ja? So, dann habe ich Ho'oponopono, das Verzeihungsritual, das kennen wahrscheinlich eh viele von euch. Ho'oponopono heißt etwas richtigstellen. Korrigiere alles, was dich stört. Übernimm die Verantwortung für deinen Einfluss auf die Welt. Trage deinen Teil zur positiven Veränderung bei. Trage den Spirit von Ho'oponopono in die Welt. Ja, wenn ihr das nicht kennt, warte mal, schauen, ob ihr das eh seht. Dann kannst du dir das Wort auch aufschreiben und mal googeln. Findest du sehr viel. Es gibt auch auf YouTube einen ganz wunderschönen Ho'oponopono-Song. Diese vier Sätze, ich merke mir sie nicht auswendig, muss ich zu meiner Schande gestehen, aber es geht eben ums Verzeihen. Es geht darum, den anderen verzeihen, damit man sich auch selber verzeiht. Ja. Also da ist bei dir anscheinend wirklich noch irgendwas im Argen, ja, dass du verzeihen lernen sollst und eben vergeben, ja. Vergessen nicht, aber vergeben und deinen Anteil an der Geschichte auch zu erkennen. Ne? Und auch jetzt, ich weiß, das wollen wahrscheinlich viele nicht hören, aber auch gerade jetzt, das, was da draußen passiert, ja, die C-Krise, das hat natürlich, haben wir auch alle unseren Anteil damit, ja. Also wir haben alle einen Anteil, einen Teil in uns, der ja, das sozusagen auch mit ausgelöst hat, ja. So schwer das jetzt klingt und so böse vielleicht, und manche werden sich jetzt denken, die Claudia spinnt, ich kann auch nichts dafür, da muss ich nur sagen, doch, ja, nicht im direkten Sinne vielleicht, aber im indirekten, ja. Welche Gedanken, welche Ängste hast du die letzten Jahre genährt, ne? Also da ist sicher viel Potenzial auch drinnen, was man zurücknehmen kann. Also wenn dir bewusst wird, welche Energie das nährt, ja, im Außen, das Kollektiv, dann nimm's zurück. Die geistige Welt zeigt mir wirklich gerade so zurücknehmen, ja, zu dir. Gib die Ängste nicht mehr raus, weil das bauscht das Ganze noch mehr auf, ja. So, und jetzt kommt die Loving Words from Jesus Karte, ja. Ich lese nicht zuvor, weil mein Englisch nicht so gut ist, aber ich weiß, was es auf Deutsch heißt. Also nichts quasi ist unmöglich, ja. Nichts ist unmöglich, dass es dir gelingt, ne. Also du kannst alles, ja. Du kannst wirklich alles, auch eben so, wie ich gerade gesagt habe, ne. Du kannst auch deinen Teil der Geschichte heilen, zurücknehmen, heilen, ja. Warum geht's da jetzt so zu draußen in der Welt? Was ist da dein Anteil, ne? Und generell eben mit der Dankbarkeit erschaffst du dir auch wirklich diese Welt, wie du sie möchtest. Und eben, es ist dir alles möglich, ja. Alles ist möglich. Vergiss das nie. Du bist ein mächtiger Schöpfer und Creator, ja. Also nur wir sind halt dazu gemacht worden, dass wir das nicht glauben, ne. Dass das für uns halt so, ja, wir sind ein kleiner Staub im Wurm, ne. Wurm im Staub, ja. Den vor allem gerade die Kirche, ja, hat er das wunderbar gemacht, sich zurechtgezimmert, uns so klein zu halten, ne? Also viele Kirchen leider, oder einige Religionen, sagen wir mal so. Und ja, das heißt, mach dich wieder, ja, der Satz gefällt mir auch so gut, ich fördere meine menschliche Größe, ne? Also die menschliche Größe, ja, zeig dir wieder, ja, mach auf, zeig dich, ja. So, und dann schauen wir noch die letzte von den Love and Shine Karten und da haben wir, wow, schau mal, das Paradies, du kannst dir das Paradies erschaffen. Das Paradies ist in dir, Garten deiner Künste, deine Schöpfung. Also, dass es dir gut geht, dass es du dich wohlfühlst, ist es so, so wichtig, wirklich so, ja, das Paradies zu kreieren, das Paradies zu erschaffen. Auch wenn da draußen jetzt der Sturm wütet, ja, und es alles sehr furchtbar und schrecklich erscheint, aber in dir ist so ein Samen, ja, der das Paradies wieder schaffen kann. Bitte mach das, es ist wirklich wichtig für das Kollektiv, ja, und das würde ich mir wirklich wünschen und das bitte ich dich auch darum. Na gut, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen damit und dir eine Anregung geben. Und wir gehen dann zum nächsten Stapel, das ist der mit dem roten Stern. Schauen wir gleich mal, ich muss einen Schluckel trinken. So.
Der rote Stern, wenn du den gewählt hast für dich, was ist dein Seelenschmeichler, dein Seelenstreicheln, ja, was kannst du da Gutes für dich tun? Ja, was machen wir mal so. Mal die Lernermarkkarten. Und hier haben wir den Reiter. Wieder die Blume. Ach, bei dir sind vier gefallen, ja. Die Fische und du. Wow, ja genau, da sind vier rausgekommen beim Mischen. So, warte mal, wir haben ein bisschen Platz da. Ja. Das ist interessant, genau. Also der Reiter, Bewegung, ja, dann die Blumen. Wieder diese Geschenkskarte. Es passiert was Schönes. Und hier haben wir die Finanzen und auch die Seele mit den Fischerkarten und du. Diese Karte gilt für dich, auch wenn du ein Mann bist. Das heißt, du, auch du sollst dir quasi selber was Gutes tun, auf deine Seele achten. Ja? Da ist ein Geschenk für dich da. Du siehst das vielleicht noch nicht, aber es ist ein Geschenk da. Und Bewegung, auf jeden Fall ist Bewegung dein Geschenk, ja, was du dir selber schenken kannst. Geh raus und beweg dich, sofern du das eben darfst, aufgrund deiner Bestimmungen in deinem Land. Das muss ich halt schon immer dazu sagen, leider. Ja, je nachdem, wie die Bestimmungen gerade sind. Und halt natürlich auch die Finanzen. Es kann auch sein, dass sich bei dir die Finanzen jetzt in nächster Zeit regulieren wieder, dass finanziell ein Geschenk kommt, weil das wäre auch das finanzielle Geschenk, das auf dich zukommt, das tut anscheinend dir auch gut. Ich meine, wem tut das nicht gut, ja? Aber halt, wenn man Finanzen stabiler hat, kann man sich auch natürlich mal was vergönnen. Jetzt kann man vielleicht nicht gerade unbedingt irgendwo in ein Thermalbad gehen oder so, weil die, glaube ich, weiß nicht, wie es in Deutschland ist und in der Schweiz, in Österreich hat ja alles dicht, bis auf den Lebensmittelhandel. Aber trotzdem, eben irgendwas Schönes oder wenn eben Wellness, ich glaube, Friseure haben wir bei euch auch zu. Bei uns auch, aber das kann man ja auch zu Hause machen, ne? Also, aber wirklich sozusagen, Fische können einerseits sagen, gönn dir was Gutes, ja, also schau nicht nur immer aufs Geld, sondern gönn dir auch jetzt mal Gutes, tu, was deiner Seele gut tut, oder eben dir wird Geld zur Verfügung gestellt, dass du das tun kannst, das ist natürlich überhaupt super, ja. Schauen wir mal bei den Mögest du glücklich sein Karten. Den Vorwurfskoffer endlich und für immer abzustellen, ist die Bedingung für eine erfüllte und glückliche Gegenwart. Okay, passt natürlich auch sehr gut, auch auf die aktuelle Situation draußen. Ja, also wenn du auch so jemand bist, der ständig nur herumnörgelt und jammert und wie furchtbar nicht alles ist und so weiter. Wie gesagt, das ist kein Vorwurf. Ich habe es auch schon in der ersten Legung gesagt. Aber man merkt das oft selber gar nicht. Ne? Man ist dann oft so da drinnen und man liest überall im Internet und überall, wie schrecklich und... Weil ja auch die Gegner, die ganzen von der C-Krise, ja auch quasi, wie soll ich jetzt sagen, auch schon was aufbauen. Es ist ja auch sehr viel Angstmache und auch sehr viel, ja, die Zwangsimpfung kommt und die Pflichtimpfung. Und in Österreich werden jetzt Massentests gemacht und ja, da ist der Aufschrei auch groß, ne? Also, dass du dich da sozusagen nicht so sehr einwickeln lässt, ja, in die Angstmaschinerie, ne? Sondern wirklich so, und eben diese Vorwürfe nicht machst, ja, stell das ab. Natürlich gibt es Verursacher von dem Ganzen, ja, im Hintergrund, ne? Aber du kannst trotzdem deinen Weg weitergehen, auch wenn es nicht immer einfach ist, ne? So, dann habe ich die Erdenengelkarten. Die Natur ist meine Inspiration, aus ihr kann ich alles schöpfen. Ich verbringe viel Zeit in der Natur und öffne mich dort mit allem Sinnen meinem Sein. Die Erdenengel lieben die Natur und leben in Harmonie und Wertschätzung mit ihr. Finde ich interessant, weil es gerade beim ersten Stapel auch die Natur, also auch bei dir, bei euch, bitte geht's raus. Bitte geht's auch, wenn ihr dürft, ja, habe ich da auch schon ein bisschen wieder gesagt, geht's raus. Das ist immer Natur, 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 ja, gerade für uns Lichter, wir brauchen das. Und gerade jetzt, wo so wenig Licht ist, ja, es ist natürlich jetzt, wenn es tagelang diesig und nebelig ist und man sieht überhaupt keine Sonne mehr, das kann einem schon sehr verdrießen. Ne? Deswegen ist es wichtig, auch auf den innerlichen Ausgleich zu schauen. Eventuell, ich darf natürlich keine medizinischen Ratschläge geben, aber eben schau dich mal um wegen Vitamin D3. Vielleicht hast du auch einen Mangel, vielleicht sollst du supplementieren. Also das sind so Dinge, die helfen uns auch im Winter. Oder eine schöne Tageslichtlampe. Also ich habe früher... Also ich hatte sowieso Depressionen. Im Winter habe ich noch Winterdepressionen bekommen. Und das... Da habe ich immer mit so einer Tageslichtlampe gearbeitet und ich muss sagen, das hat mir sehr, sehr geholfen. Ja. Also die Tageslichtlampe, die war echt meine Rettung.
Also wenn es dir da auch vielleicht schlecht geht, wenn du kein Licht hast, ne, und eben nicht so in die Natur gehen kannst, dann bitte, bitte schau, dass du ja vielleicht wenigstens so dir weiterhelfen kannst, ne? Okay, schauen wir mal, was der Loving Words of Jesus, was da kommt. So, ich halte jetzt die Karte in die Kamera. Wie gesagt, mein Englisch ist auch nicht gerade so besonders, ja. Ja, hier geht es in der Karte darum, also wie gesagt, das ist natürlich jetzt schon, ja, religiös angehaucht, ja. Und es geht hier halt wirklich um den Heiligen Geist, der euch alles lehren wird, ne. Und an alles erinnern wird, was Gott euch gesagt hat, ne. Also da geht es für mich jetzt so übersetzt darum, ja, auch deine Verbindung zu deinem Glauben oder zu deiner Quelle wiederherzustellen. Und da gibt es vielleicht eben, wir haben so in der spirituellen Welt auch so, also in der Kirche oder in der Religion ist es der Heilige Geist. Bei uns sind es auch die Engel, ne, und so. Also, dass es auch Vermittler gibt, ja. Und dass du dann quasi wieder eine Verbindung kriegst, eben eine Anbindung an die Quelle, ja, die Quelle, an die du glaubst, sozusagen. Und du wirst eben auch, ja, gelehrt jetzt in dem Fall an die Worte Gottes, ne, und erinnert, ja, und das ist anscheinend in dieser Zeit ganz, ganz wichtig. Ich merke auch, dass sich viele Leute wieder sehr dem Glauben widmen. Ich meine, viele werden noch leider wirklich eine sehr, ja, radikal, es gibt sehr radikale Strömungen, gerade bei den Christen. Also ich verfolge das auch so ein bisschen, hoppala. Das ist schon teilweise erschreckend, ja, aber trotzdem, ja, ich glaube, dass man sich eventuell, vielleicht ist das für dich gut, weißt du, wenn du dich irgendwie so ein bisschen an eine Glaubensrichtung oder eben, ist egal, jetzt auch bei der spirituellen Welt mit den Engeln an irgendwas anschließt, wo du auch Kraft bekommst, ne, und wo du quasi auch energetisch genährt wirst. Schauen wir mal deine Affirmation an. Ich höre mir zu. Ich schenke meinen Absichten Gehör. Ja, ganz, ganz wichtig, ne? Bitte, ja, dir selber zuhören, ja. Das ist ganz wichtig, ne? Dass du weißt, was deine Seele will, was in deinem Inneren ist. Und das ist jetzt gerade in der Zeit so wichtig und auch eben, was dir dann gut tut, was du für dich Gutes tun kannst und nicht immer nur, ja, malochen und schaffen und alles für die anderen tun und sich tausend Gedanken machen um die anderen, sondern eben auch dir. Du sollst dir zuhören. Das ist wirklich ganz, 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 ganz wichtig, ne? Ja, schauen wir mal noch. Dann habe ich noch eine Ho'oponopono-Karte. Sage ja zu deinem Reichtum. Oh, das passt ja, ne? Du hast es verdient, in Fülle zu leben. Lass dich nicht entmutigen. Verfolge dein Ziel nach Wohlstand in deinem Tempo. Vergib allen, die dir dabei Steine in den Weg legen und sende ihnen deine Liebe. Entdecke deinen äußeren und inneren Reichtum. Also bitte, bei dir dürfte es wirklich, natürlich eben, wie gesagt, Seele, aber auch finanziell, also bei dir könnte wirklich ein finanzieller Segen kommen, der dich halt dann auch wieder so ein bisschen anspornt, was zu tun, was zu machen, ja. Und eben auch, ja, vielleicht an deinen Ängsten zu arbeiten und eben der Angst vor der Zukunftsangst, was kommt jetzt auf uns zu, ne? Und da verbindet dich auch wirklich immer wieder, ne, mit deiner Quelle, ja, was du halt glaubst sozusagen, ne? Das wird dir sehr, sehr gut tun und auch dir wirklich diesen Reichtum bringen. So, und dann haben wir noch bei den Love and Shine Sehnsucht, folge dem Ruf deines Herzens, dein innerer Kompass wird dich führen. Ja, genau, also das ist wichtig, ne? Wie gesagt, es geht ja hier auch so um Seelenschmeicheln, ja. Also da ist natürlich auch ganz wichtig, was unser Herz will, was unser Herz sagt und da eben, dass es dir gut geht, bitte, bitte hör auf dich. Und wie gesagt, verbinde dich mit deiner, ja, mit deiner Kraftquelle, mit den Energien, an die du glaubst oder wo du dich verbunden fühlst, ne, verbind dich da immer wieder ganz stark. Das ist jetzt sehr wichtig in dieser Zeit. Und eben die Natur, das Rausgehen in die Natur wird dir auch helfen. Okay, dann, ja, ich glaube, das war's für diesen Stapel. Ich würde mich freuen, ja, wenn ich euch geholfen habe. Ihr könnt mir natürlich gerne auch ein Feedback da lassen. Das interessiert mich immer sehr, wie es euch damit geht, ja, mit den Legungen, ja, ob euch das was hilft, ob das Impulse sind für euch. Und ich gehe dabei zum zweiten Stapel, weil es ein bisschen runter, da oben ist das Licht so ein bisschen dunkler, gell? Den grünen Stein, genau. So, dann schauen wir mal die Lennemau-Karten an.
Was zeigen uns die? Da haben wir den Turm, den Ring und die Lilien. Okay, also das ist schon so Rückzug, ne? Entweder bist du im Rückzug oder gehst du in den Rückzug. Kann auch um eine Verbindung gehen, eine Trennung gehen, aber die Lilien stehen wiederum für die Familie und für die Sexualität. Ja? Also es ist schon so, dass es bei dir ein Beziehungsthema ist, das in Ordnung gebracht werden sollte. Kann auch ein Beziehungsthema eben mit der Familie sein und eben entweder ist der Ratschlag, geh raus und ändere das jetzt, ja, oder eben zieh dich zurück. Das ist halt jetzt kollektiv und ich habe nur 3 Karten, ne? Zieh dich zurück, zieh dich raus oder eben verbinde dich jetzt neu mit deiner Familie, mit deinen Familienmitgliedern und beende den Rückzug. Vielleicht warst du jetzt eben auch aufgrund der ja, C-Krise viel zu Hause, Lockdown, Quarantäne, wie auch immer, und bist eh schon abgeschottet, ja, also von deiner Familie, dann würde ich dir wirklich raten, versuche in ja, soweit es möglich ist natürlich, da wieder mehr Kontakte herzustellen zu deiner Familie. Das wird dir besonders gut tun jetzt, ja. Schauen wir mal bei den Mögest du glücklich sein Karten. Ich erschaffe mein Leben. Nutze dieses kraftvolle Mantra, um dich in jedem Moment an deine unendliche Kreativität und Schöpferkraft zu erinnern. Wow! Also es geht sehr stark in allen 3 Stapeln immer um diese Schöpferkraft. Ne? Du bist Schöpfer, du bist selber Schöpfer. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass du dir dessen bewusst bist. Ne? Und vielleicht eben auch, wenn es bei dir gerade familiäre Themen sind, die anstrengend sind, ja, würde ich sagen, du bist jetzt dazu aufgerufen, dass du da rausgehst, ne, und da jetzt auch vielleicht mal Dinge erledigst, beiseite schaffst, erklärst, ja, wie auch immer, aber du bist Schöpfer, vergiss das nicht. Schauen wir mal bei den Erdenengeln. Ich erkenne Schönheit in allem. Ich bin überall umgeben von grenzenloser Schönheit. Auch wenn ich manchmal hinter den äußeren Schein blicke, um die wahre innere Schönheit zu erkennen, jenseits von Schwarz-Weiß-Denken. Was ich bin, strahle ich aus. Erdenengel sind von innen heraus schön und ziehen Schönheit an. Ja, also denke schön, ja. Denke schön, denk dich schön, mach dich schön. Wie auch immer, ne? Also natürlich wie innen so außen, ne? Wenn wir außen schön sind, heißt es so nicht, dass wir auch innen schön sind. Aber wenn du von innen schön bist und das dann auch im Außen anwendest, dann wirst du eine ganz tolle, super tolle Ausstrahlung haben und du wirst Menschen anziehen in dein Leben, ja, die du liebst, die dir wichtig sind, die dich vielleicht weiterbringen, ne? Also achte wirklich immer auf dein Inneres, auf deine innere Schönheit. Schauen wir mal die Affirmation. Ich befreie mich von Erwartungen an mich selbst. Ich gebe mir Raum. Wow, ja. Also natürlich, ja, einerseits soll man schöpfen und kreieren und andererseits soll man wieder die Erwartungen weglassen, ja. Also die Erwartungen weglassen, ja, das ist schon wichtig, weil manchmal legen wir uns selber so viele Steine in den Weg. Also ich habe gerade erst heute mit meiner Tochter telefoniert, die hat auch ja, mich gebeten, beziehungsweise ihr Freund, ob ich die Karten legen kann, weil sie etwas wissen wollten. Und ja, es geht da wirklich darum, dass in den Karten ganz anders kam, als sie sich das vorstellen oder wünschen schon die ganze Zeit, ihre Zukunftspläne. Und in den Karten lag es ganz anders. Und ich weiß ja, was ihr Freund möchte und was er vorhat und so weiter. Und es lag wirklich, es kommt ganz anders, als sie wollen. Und dann habe ich auch gesagt, das ist sicher ein Zeichen, dass ihr jetzt loslassen müsst und dass ihr jetzt nicht, das Leben ist nicht so, wie man das immer plant. Ja? Und er kommt aus einer Kultur, wo das, glaube ich, noch viel stärker ist als bei uns Europäern. Er ist ein Asiate und ich glaube, die Asiaten sind ja da noch mehr sehr geprägt und sehr auf zukunftskonform und das wird schon von Kindesbeinen an alles geplant und so weiter. Ne? Und ich glaube, seine Pläne werden nicht aufgehen. Ich meine, eigentlich ist es eh, wie soll ich jetzt sagen, ist es eh schön gelegen im Kartenblatt. Also es kommen schöne Dinge. Es ist jetzt nicht so, dass man jetzt sagt, wow, das passt jetzt gar nicht und wir müssen jetzt auch noch was anderes machen, was wir gar nicht wollen. So war es ja nicht. Ne? Aber er hat halt seine Prioritäten und die Prioritäten, die müssen halt der Reihe nach abgearbeitet werden. Ne? Und das, ja, das Kartenblatt hat aber irgendwie was anderes gesprochen. Ja? Und deswegen meine ich auch, ja, also diese, natürlich soll man kreieren, schöpfen, planen, aber trotzdem immer wieder auch dem Leben freien Lauf lassen und sagen, dass es Abweichungen geben darf, die aber auch gut sind, ja, keine negativen Abweichungen. Ja, schauen wir mal bei der Ho'oponopono-Karte.
Du bist auf der Erde willkommen. Du bist gewollt. Du bist willkommen. Du bist gern gesehen. Du bist ein wichtiger Teil des Ganzen. Vergib allen, die dich daran hindern, dich auf der Erde willkommen zu fühlen. Wow, das ist eine starke Ansage, ja? Weil ich weiß genau, gerade eben so viele Erdenengeln und Lichtwesen, die haben es echt so extrem schwer momentan. Es ist eh schon seit Jahren schwierig, ja? Aber jetzt ist es noch schwieriger geworden. Man hat so echt das Gefühl, man ist ein Fremdkörper hier auf der Erde. Man passt hier irgendwie gar nicht rein. Aber man muss trotzdem weitermachen. Und das ist irgendwie, ja, ich weiß, viele leiden drunter. Und deswegen finde ich natürlich diese Botschaft, ja, du bist willkommen auf der Erde. Ja? Lass dir das bitte wirklich auf der Zunge zergehen. Das ist so eine schöne Ansage. Ja? Schreib dir das vielleicht irgendwo hin als Affirmation. Du bist willkommen. Egal was passiert und was ist, ja, du bist trotzdem willkommen und du bist ein Erdenengel, der hier auf der Erde willkommen ist. Wow, ja. Schauen wir mal bei den Loving Words of Jesus. Ich halte die Kamera wieder, das Blatt wieder hin. Also die Karte, das Blatt. Ja. Und dann sage ich euch gleich noch, ja, was dazu. Genau, also da geht es auch so um dieses, ja, was ihr erbittet, das bekommt ihr auch, ne? Also das bekommt ihr durch Jesus in dem Fall, ne? Aber da ist halt wirklich so für mich der Hinweis drinnen, man sollte schon, ich will nicht sagen muss, ne? Aber man sollte schon wirklich auch darum bitten, was man haben möchte. Ne? Und eben diese Erwartungen, einerseits soll man zwar fallen lassen, aber dann soll man wieder darum bitten. Ja? Das ist halt immer so ein, für mich auch irgendwie so, was denn nun? Ne? Ich würde aber sagen, dass die Ego-Wünsche halt nicht so sehr erfüllt werden von Gott oder an wem du halt glaubst oder von Universum. Ja? Aber es geht hier wirklich so um größere, wie soll ich sagen, größere Dinge im Leben, ja, um Lebenspläne, um Wendungen, um Wege, ne, und da kannst du sehr wohl bitten, ja, darum, ne, also du kannst auch bitten, dass dir der Weg gezeigt wird, dann wird dir Gott oder eben deine, an was du glaubst, den Weg zeigen, ne, aber es ist eben wichtig, dass man da sich immer wieder bewusst wird, dass, wie ich da eingestiegen bin in das ganze Spirituelle und so, das war eines der ersten Dinge, die ich gelernt habe, ja, was immer geheißen hat, du, die Engel, die machen nicht einfach, ja, das sollte man schon drum bitten, ne, also wirklich, man muss jetzt nicht bitten und betteln, ja, aber eben ein Gebet oder eine Bitte, ja, sprechen und das vielleicht auch öfters, wenn es dir gut tut und dann eben, wie gesagt, wenn du nicht weißt, wo du hin willst oder was du willst, einfach sagen, ja, bitte Gott oder Jesus oder Engel, ja, wie auch immer, bitte zeigt mir meinen Weg und helft mir. Oder eben, ich würde das und das brauchen, vielleicht eben, wenn du eine Ausbildung machen willst, ich würde das Geld, ich brauche das Geld dafür. Oder zeigt mir einen guten Weg, wo ich die Ausbildung günstiger erhalten kann, wie auch immer, ja. Also da kann man ja total kreativ sein, ja. Und dann seinen Weg auch gehen, ne. So, schauen wir mal noch in die Love and Shine Karte. Intuition, ja, das passt ja. Deine Intuition ist die Stimme deiner Seele. Lausche ihren weisen Worten. Genau. Die Intuition ist sowieso unsere innerste Führung und unsere höchste Instanz auch, ja, innere Führung, höchste Instanz. Und die Vermittlung auch quasi, ne, zu Gott, zu der Quelle, da ist so die Vermittlung auch, ne, das zu spüren, was tut dir gut. Und vielleicht sind es bei dir wirklich auch eben jetzt gerade so familiäre Themen, damit es deiner Seele wieder besser geht, die du jetzt lösen sollst. Eben, es kann entweder ein Rückzug sein, dass du wirklich zu viel beeinflusst worden bist, auch aus dem familiären Bereich, oder du sollst eben jetzt aus dem Rückzug rausgehen, ne? Und jetzt auch wieder Kontakt suchen, soweit es halt möglich ist, ne? Na gut, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ich würde mich natürlich auch über einen Kommentar freuen und wenn ihr das Video liked und noch meinen Kanal abonniert. Wie immer ist alles unterhalb im Video verlinkt. Auch meine Beratungen, meine Webseite, die Karten, alles findet ihr unter der Infobox. Und ja, ich wünsche euch eine schöne Zeit, gönnt euch was Gutes, umschmeichelt eure Seele und alles Liebe, bis bald, tschüss, baba.